Eine Gruppe, die sich Andrastea nennt, behauptet, sie habe 60 GB an Dateien von MBDA entwendet, darunter geheime Informationen über die Beteiligung des Unternehmens an geschlossenen Militärprojekten. MBDA ist ein großer europäischer Entwickler und Hersteller von Raketen. Die vier Buchstaben im Namen stehen für drei französische, italienische und britische Unternehmen, die sich zu MBDA, Matra, BAE Dynamics und Alenia zusammengeschlossen haben. Der Bedrohungsakteur Andrastea veröffentlichte Informationen über den Einbruch in mehreren Hackerforen und behauptete, eine kritische Schwachstelle in der Netzwerkinfrastruktur von MBDA gefunden zu haben, die es ihm ermöglichte, 60 GB an Daten zu erbeuten. In der Ankündigung heißt es, derzeit beträgt das Volumen der heruntergeladenen Daten etwa 60 GB. Die heruntergeladenen Daten enthalten vertrauliche und geschlossene Informationen über die Mitarbeiter ihres Unternehmens, die an der Entwicklung geschlossener militärischer Projekte von MBDA beteiligt waren, sowie über die kommerziellen Aktivitäten ihres Unternehmens im Interesse des Verteidigungsministeriums der Europäischen Union. Die Ankündigung von Andrastea über das Leck in einem beliebten russischsprachigen Hackerforum deutet darauf hin, dass Bedrohungsakteure in die italienische Niederlassung von MBDA eingedrungen sind und Dokumente im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem italienischen Verteidigungsministerium gestohlen haben. Die Bedrohungsakteure behaupten, dass sie Konstruktionsunterlagen der Luftverteidigung, Raketensysteme und Küstenschutzsysteme, Präsentationen, Korrespondenz mit anderen Verteidigungsunternehmen und andere sensible Informationen heruntergeladen haben.